Wirtschaftskammer Österreich, dort den Fachverband UBIT. Das B, also die Buchhalter war nicht immer bei uns, ich war vorher Unternehmensberater und IT und das hat auch von der Abkürzung gut gepasst. Aber ich vertrete, ups, das ist jetzt. Oh, bitte falsch. Sorry. Ich vertrete jedoch insbesondere die österreichische IT-Branche und die österreichischen IT-Dienstleister, dazu zählen eben auch die Informationsanbieter. Das war jetzt genau richtig. Wunderbar, vielen Dank. Entschuldige. Jetzt geht's. Ja, danke. Die österreichischen Informationsanbieter, also das sind die Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle auf die Verwendung von Daten aufbauen. Und dort spielt natürlich insbesondere auch die Verwendung von Daten des öffentlichen Sektors eine maßgebliche Rolle, aber auch sämtliche Daten, die zur Verfügung stehen. Der Titel meines Vortrags ist OGD als Teil der WKO Innovationsstrategie. Warum braucht es eine Innovationsstrategie? Warum braucht es einen Paradigmenwechsel? Martin, du hast das vorhin genannt, einen Kulturwandel. Warum hat die alte PSI-Richtlinie nicht ausgereicht? Warum können wir nicht einfach weitermachen wie bisher? Warum besteht, kurz gesagt, ein Handlungsbedarf? Das jetzt offene Daten oder Daten generell ein enormes Innovationspotenzial haben, das wissen Sie vermutlich bereits. Hier, auch diese Zahl kennen wahrscheinlich einige aus dem Raum, das ist der Global Open Data Index und vergleicht die Offenheit von Daten international. Dort hat Österreich den 28. Platz eingenommen im Jahr 2016. Auch ein Blick auf den DESI, den Digital Economy and Society Index, ein Index der Europäischen Union, der eben den Digitalisierungsgrad Gesellschaft und Wirtschaft darstellt. Und man sieht hier, obwohl natürlich Österreich wichtige Maßnahmen setzt, sich weiterentwickelt, die Digitalisierung vorantreibt, macht es das nicht in derselben Geschwindigkeit, wie das andere Staaten innerhalb der EU machen. Das heißt, wir haben eine gute Entwicklung, wir sind auch nach wie vor über dem europäischen Durchschnitt, aber wir müssen wirklich Fahrt aufnehmen, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Vielleicht auch ganz kurz international der Blick, erzählt Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues, USA und China, starke Wachstumsmärkte, insbesondere in Bezug auf Datenwirtschaft, Blick nach Silicon Valley, es sind wenige sehr, sehr große Unternehmen, die große Mengen an Daten innehaben und die Bestrebung auf europäischer Ebene ist es eben, weil wir auch strukturell anders geprägt sind, diese vor allem KMUs zur Verfügung zu stellen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, immer wieder auch ein Diskussionspunkt, wenn es darum geht, um die Öffnung von öffentlichen Daten. Der Anteil der Eurozone am globalen BIP soll eben bis 2050 von 18 aktuell auf 11% sinken. Wir müssen wirklich eben handeln und du hast vorhin in Bezug auf die gesamte Datenwirtschaft eine Zahl mitgebracht, das auch von der Europäischen Kommission, aber von 2018 die Wertschöpfung aber nur von öffentlichen, also Daten des öffentlichen Sektors, 250 Milliarden auf das Vierfache angenommen bis 2030. So, das hört sich jetzt erstmal gut an, aber es ist halt auch noch nicht das Jahr 2030. Das passiert auch nicht von alleine, sondern man muss wirklich jetzt die Schritte und Wege einleiten, die dazu führen, dass wir dieses Wachstum tatsächlich erzielen können. Und ein Teil davon ist eben auch die WKO-Innovationsstrategie. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, wie man die Datenwirtschaft in Österreich in Schwung bringt und eben tatsächlich Fahrt aufnimmt und hier wirklich einen Kulturwandel erzeugen kann. Es sind ganz kurz nur vier strategische Handlungsfelder, eben Forschung und Entwicklung, eben Technologien und Daten, gesellschaftliche Innovation, aber eben auch die Rahmenbedingungen zu schaffen. In diesem Rahmen werde ich einen Fokus legen auf die neuen Technologien und Daten, die Öffnung von Daten und die Nutzung der Daten durch die Wirtschaft eben. Die Datenstrategie, Martin, du hast es auch schon angesprochen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, Verwendungsmöglichkeiten, Tourismus,
Umwelt, Mobilität, autonomes Fahren und dergleichen, das sind alles Zukunftstechnologien, die wirklich in vielen Bereichen einen radikalen Wandel einleiten in den traditionellen Wirtschaftsfeldern. Und es gilt wirklich, viele Wirtschaftszweige, die sehr traditionsgeprägt sind, dort diese neuen Technologien hineinzubringen, Innovationen und die Angebote, die Dienstleistungen zu verbreitern, aber auch eben effizienter zu gestalten. Und dort bieten sich halt insbesondere, oder sind Daten einfach die Innovationsressource letztendlich. Und eben für wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen. Es reicht nicht in einem globalen Markt, wenn man gute Produkte anbietet, sondern es ist ein globaler Wettbewerb, man muss bessere anbieten. Und ein Unternehmen, das heute vielleicht gut dasteht auf dem Markt mit seinen Informationsdienstleistungen, es ist nicht gegeben, dass das in 5 oder 10 Jahren auch noch der Fall ist. Man braucht wirklich eine Beschleunigung und dafür den entsprechenden Nährboden, also eine Verwendung von Daten. Auch Datenkompetenz und hier gibt es zu stärken und hier eben mit besonderem Blick wieder auf die KMUs, die oft zum Beispiel, wir haben es, also oft nicht das entsprechende Bewusstsein haben. Es gibt bereits sehr, sehr gute Angebote, Open Data Plattformen auf europäischer Ebene, aber natürlich auch Österreich, Data GVAT, das Open Data Portal. Aber hier muss man wirklich den Unternehmen vermitteln, wie sie ihr traditionelles Geschäftsmodell effizienter gestalten können, verbreitern können durch neue Technologien, auch natürlich Schlagwort künstliche Intelligenz, Big Data Technologien, wo man wirklich da die Geschäftsmodelle verbreitern und effizienter gestalten kann, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Rechtliche Rahmenbedingungen vermitteln. Wenige Unternehmen wissen wahrscheinlich überhaupt von einem Informationsweiterverwendungsgesetz. Die wissen überhaupt nicht, welche Daten sie theoretisch damit abrufen könnten. Datenschutzrechtliche Fragen stellen sich. Kann ich überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten, ohne eine Einwilligung von den betroffenen Personen, die dort in diesem Register vielleicht erfasst sind? Also zur Aufklärung selbstverständlich, und das ist eben oft auch ein Missverständnis. Es gibt also zentral hier das berechtigte Interesse nach der Datenschutzgrundverordnung, wo es natürlich zulässig ist, auch ohne eine Einwilligung von den betroffenen Personen, deren Daten zu verarbeiten. Aber hier muss man insbesondere bei KMUs wirklich ein Bewusstsein schaffen, dass es diese Möglichkeiten der Innovation gibt. Technische Infrastruktur, Glasfaser, 5G-Ausbau, gerade im Bereich von Dienstleistungen, die sehr, sehr viele Daten verarbeiten müssen und dann auch in Echtzeit zum Beispiel, brauche ich die entsprechende technische Infrastruktur und IT-Ausbildung und Fachkräfte. Die Europäische Kommission ging 2017 davon aus, dass gerade im Bereich der Datennutzung 500.000 Fachkräfte fehlen in Europa, im Bereich der Datenanalyse. In Österreich gehen wir aktuell aus, dass 3.600 Fachkräfte im Bereich Data Scientists fehlen. Also man muss sich wirklich vorstellen, das sind Unternehmen, die wollen Innovation vorantreiben, wollen sich weiterentwickeln, aber finden schlichtweg einfach nicht das Personal, die Data Scientists, die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen bereitstellen können. Und ein nächster Teil der Innovationsstrategie ist eben auch schon bereits angesprochen und auch in der PSI-Richtlinie der neuen aufgegriffen, Forschungsergebnisse zugänglich zu machen, hier die Kooperation zu stärken zwischen Wissenschaft und Forschung, dass man eben in diesem hochinnovativen Feld auch wirklich dann letztendlich neue Geschäftsmodelle erzeugt. Also da wirklich auch an die an den Markteinstieg denkt. Auch schon bereits erwähnt, künstliche Intelligenz, hier eben auch ein Kompetenzaufbau, wieder das Thema in Bezug auf KMUs insbesondere, die sehr davor zurückschrecken. Die lesen das natürlich regelmäßig in Zeitungen, Fachanschlägen, Magazinen, aber es ist schwierig zu erkennen für die Unternehmen, gerade für die kleineren, wie schaffe ich tatsächlich einen Anwendungsfall bei mir im Haus. Hier ist es auch ein Punkt, also Sie merken, die KMU-Strategie zieht sich durch all diese Punkte durch. Hier vor allem hingewiesen auf das Förderprogramm KMU Digital, also das Wirtschaftsministerium
sich jetzt wieder bereit erklärt, dieses wirklich wichtige Förderprogramm zu erweitern. Bis 2024 sollen nochmal 20 Millionen Euro an Beratungsförderung in die Hand genommen werden, damit KMUs beraten werden von Digitalisierungsexperten. Wie kann ich mein Geschäftsmodell umstellen? Wie kann ich neue Technologien umsetzen? Und hier wirklich dafür zu sorgen, dass österreichische KMUs nicht den Anschluss verlieren, sondern im besten Fall auch noch tatsächlich auf dem einen oder anderen Feld Vorreiter werden können oder bleiben können. Standards und Schnittstellen spreche ich in diesem Fall auch nochmal konkret an und will es hervorheben, weil die Nutzung natürlich, wenn ich diese Daten öffne auf europäischer Ebene und diesen Nährboden habe von öffentlichen Daten oder auch Daten von Business to Business, ist es bei KMUs oft der Fall, dass diese nicht selbst die Technologie entwickeln, um diese Daten verwendbar zu machen für sich. Das heißt, über Standardisierungsmaßnahmen oder schaffe ich die Interoperabilität, damit diese neuen Technologien auch wirklich einfacher eingesetzt werden können. In Bezug auf die Standardisierung ist aber darauf hinzuweisen, dass diese sich auch wieder nicht nur an große Player richten sollen, sondern tatsächlich für KMUs einen Mehrwert darstellen müssen. Sie müssen auch entsprechend eingebunden werden in die Standardisierungsprozesse und müssen sich eben zentral nach den Bedürfnissen von KMUs auch orientieren. Ja, das große Ziel ist es eben in allen Bereichen mit Daten Wissen zu generieren, dieses Wissen dann im besten Fall als Produkt oder als Dienstleistung anbieten zu können. Dazu braucht es die entsprechenden Fachkräfte. Ich habe hier zwei Karten mitgenommen auf der linken Seite, die eingezeichnet die Counties von Großbritannien, die mehrheitlich für den Ausstieg von Brexit, also für den Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union gestimmt haben. Auf der rechten Seite die Counties von den Fällen, wo 1992 BSE aufgetreten ist, also dass man auch nicht die falschen Schlüsse aus geografischen Informationen schließt. In Österreich gibt es bereits hochinnovative und großartige Unternehmen, die Geoinformationen nutzen. Ein Vertreter haben wir heute hier, auch von der Compass Group, nächster Vortragender, aber natürlich Atos, einer der größten Anbieter auch eben von Geoinformationen und auch einerseits im Softwarebereich, aber auch im Beratungsbereich, eben Geoinformationen zur Verbesserung von Produkten oder Dienstleistungen heranzuziehen. GeoWill und EOX arbeiten insbesondere mit Satellitendaten, leisten großartige Arbeit und Informationen hinsichtlich auch Umweltschutz und Katastrophenschutz, Erdbeben und Hochwasserwarnungen rauszugeben. Und eben die wollte ich nur beispielhaft herausziehen. Ausblick, Martin Semberger hat schon einiges dazu gesagt, europäische Datenstrategie möchte eben europaweit oder innerhalb der EU diesen europäischen Binnenmarkt für Daten schaffen, Data Sharing europaweit fördern, einerseits eben Government to Business im Bereich Open Data, Open Government Data, Business to Business, hier wäre auch zum Beispiel die Initiative des Data Market Austria in Österreich vorzuheben und im Bereich auch Business to Government, wobei hier zu sehen ist, in welchem Ausmaß das dann tatsächlich oder wie das dann konkret ausgestaltet wird, weil natürlich auch eine Unterscheidung zu treffen ist zwischen öffentlichen Institutionen, die natürlich im öffentlichen Auftrag handeln, durch Steuergelder finanziert, und Unternehmen. Die High-Value-Datasets, du hast das schon im Detail ausgeführt. Hier vielleicht nur ein Wort, das aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist, dass man tatsächlich eine europaweite Harmonisierung erreicht. Weil wenn ich ein entsprechendes Informationsangebot oder ein Produkt anbieten will und ich auf europäischer Ebene wieder nur einen Fleckerteppich habe von bestimmten Informationen, in dem Fall natürlich maßgeblich Geoinformationen, leidet die Qualität meines Informationsprodukts. Und das bringt wieder einen Wettbewerbsnachteil. Und hier
ist deswegen eine europaweite Harmonisierung anzustreben. Und in Bezug auf zum Beispiel auf datenschutzrechtliche Fragen, ist es auch wirklich, sollte es, also es wird eben einerseits die Kosten evaluiert, aber eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der High-Value-Datasets. Und dass man es auch eben nicht, oder dass man den öffentlichen Stellen die Bürde abnimmt, selbst das beurteilen zu müssen, wann die Datenfreigabe datenschutzrechtlich zulässig ist. Das sollte am besten europaweit harmonisiert und auf europäischer Ebene erfolgen. Recht der Mitgliedstaaten, Informationsweiterverwendungsgesetz neu wird dann folgen und natürlich auch die WKO-Innovationsstrategie, die versucht, hier auch die richtigen und richtigen Impulse zu setzen. Ja, das war's schon. Vielen Dank.